Der Schauspieler Wich Art von Roel, bekannt aus der 70er-Jahre-Komödieserie Klimbim, ist tot. Der Darsteller sei am Dienstag im Alter von 86 Jahren gestorben. Wich Art von Roel war ein deutscher Schauspieler. Er wurde 1973 in der Rolle des militaristischen Opas in der WDR-Komödieserie Klimbim deutschlandweit bekannt. Er hatte von 1973 bis 1979 mit den anderen Klimbim-Stars Ingrid Steger, Elisabeth Volkmann, Horst Jüssen und Peer Augustinski vor der Kamera gestanden. Die ARD-Show, die vor 45 Jahren endete, erlangte aufgrund ihrer gewagten Szenen und scharfzüngigen Dialoge Berühmtheit und gilt heute als ein Klassiker des deutschen Fernsehens und als Vorreiter der Comedy-Shows. Nach dem Tod von Ingrid Steger im vergangenen Jahr war er das letzte noch lebende Mitglied des legendären Ensembles. Er hatte in der ARD-Comedy den schrulligen preußischen Militaristenoper Benedikt von Klimbim gespielt. Zum Kostüm gehörten Monokel, Säbel und Morgenmantel. Ebenso liebevoll wie ehrfürchtig wurde er daher auch Klimbim-Opa genannt. Er übernahm während seiner Karriere zahlreiche Rollen in Film, Fernsehen und Theater. Er war auch in zahlreichen ZDF-Produktionen zu sehen, zuletzt unter anderem in der Soko Köln und im digitalen Quartett des Neo-Magazin Royal. Möge er in Frieden ruhen. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Wenn dich dieses Video berührt hat, hinterlasse bitte ein Like und ein Abo für diesen Kanal. Und schreibe einen freundlichen Satz der Anteilnahme in die Kommentare. Vielen Dank!